Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Rechtskreis rund um das Rettungsdienstwesen ist sehr komplex und umfasst Regelungen sowohl auf Landes-, Bundes- als auch auf europäischer Ebene. Und so kommt es, dass durch EU-Rechtsprechung letztlich die Bundesländer gefragt sind, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Solche Bedingungen, um bei dem Vergabeverfahren die heimischen Hilfsorganisationen unterstützen zu können und gleichzeitig die erfolgreiche Arbeit der Kreise und Kreisverbandsstädte weiter laufen lassen zu können. In Ostholstein oder Rendsburg-Eggenförde ist für diese so wichtige Arbeit beispielsweise der Rettungsdienst Holstein AÖR zuständig. In Kiel die Feuerwehr zusammen mit dem Arbeiter-Samariterbund und weiteren. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, den Rettungsdienst vor Ort auszugestalten. Oberste Priorität hat hierbei aber immer die schnelle und professionelle Hilfe vor Ort. Und diesen hohen Ansprüchen genügen wir in Schleswig-Holstein. Darauf kann man stolz sein, aber vor allem muss man den Beschäftigten im Rettungsdienst vor Ort ausdrücklich hierfür dankbar sein. Und nun gibt es um die Bereichsausnahme eine juristisch ebenfalls interessante, aber auch praktisch relevante Frage, welche durch den EuGH nunmehr beantwortet wurde. Und da können wir ganz froh sein, Herr Heinemann, dass Ihr Groschen nicht nur gefallen ist, sondern es sogar geschafft hat, bis ganz nach Luxemburg ins Gebäude des EuGH zu rollen und dort entsprechend auch für Recht. Ja, so viel Einfluss hat dieser Groschen von der Heinemann-Tatsache, also großen Respekt dafür. Und das wussten Sie sogar ein Jahr schon vorher. Da sieht man, dass eine Strecke wie so ein Groschen lange rollt. Es hat ein bisschen Zeit, bis er dort in Luxemburg ankommt. Aber gut Ding will Weile haben und wird jetzt ja auch umgesetzt. Aber die Frage des EuGHs lässt sich auf wenige Punkte zusammenfassen. Handelt es sich bei dem Rettungsdienst um eine Gefahrenabwehr oder nicht? Und diese Frage wurde vom EuGH beantwortet. Und auch, ob der Krankentransport zur Gefahrenabwehr gehört, das ist alles jetzt entsprechend, wie wir es in den vorigen Debatten auch erwähnt haben, rechtlich insofern geklärt, sodass wir dann auch guten Gewissens rechtssicher weiter hier voranschreiten können. Und dazu hatten wir uns auch letztes Jahr ganz klar auch positioniert. Ich meine ziemlich alle Fraktionen, die gesagt haben, sobald der EuGH hier Rechtsklarheit geschaffen hat, dann sind wir hier auch die Letzten, die sich dagegen sträuben werden. Und das sehen Sie jetzt, dass wir diesbezüglich dann auch Wort halten und mit diesem Entwurf hier reingehen. Und von besonderer Bedeutung für uns ist es, dass sich die Helfer und Träger vor Ort nicht nur in unnötige Verkomplizierung und neue Bürokratiehürden hingeben müssen, sondern dass wir nun mit dem vorliegenden Vorschlag eine möglichst einfache, aber effektive Lösung schaffen, um das Vergabeverfahren auch in Zukunft simpel, aber auch fair zu gestalten. Und es gibt bisher in den Ländern ganz unterschiedliche Auswahlverfahren und auch unterschiedliche Regelungen. Im Norden haben wir es so, dass wir mit Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und anderen Ländern, auch Nordrhein-Westfalen, das sogenannte Submissionsmodell haben und darauf setzen. Es erweist sich hier als richtig, dass wir das haben. Die hier aufgestellten Regeln des Systems sind zielführend. Und dieses Modell, bei dem Kreise und kreisfreie Städte Träger und damit verantwortlich für den Rettungsdienst sind, das hat sich bewährt und wir werden das so beibehalten. Mit der heutigen Gesetzesänderung, die wir anstreben, welche die Möglichkeit der Beauftragung nach § 5 Rettungsdienstgesetz Schleswig-Holstein zur operativen Erfüllung der rettungsdienstlichen Leistung konkretisiert, werden wir die Rechtssicherheit entsprechend schaffen, die Rechtssicherheit, die ja auch Herr Heinemann angesprochen hat. Wir werden somit den Rettungsdienstträger EU- und bundeskonform die Möglichkeit geben, ohne eine europaweite Ausschreibung die Vergabe von Leistung vorzunehmen. Betonen möchte ich hier aber auch, wir zwingen sie nicht dazu, sondern die Kreise und Kreisverbandsstädte kriegen die Möglichkeit, sie müssen es aber nicht. Sie können weiterhin auch eine EU-weite Ausschreibung machen. Somit ist der Markt prinzipiell auch weiterhin für alle offen. Das ist uns auch besonders wichtig. Wir setzen damit weiter auf Bewährtes. Wir festigen damit die bisher gut arbeitenden Strukturen im Land. Und auch in Zukunft bedarf es eines transparenten Auswahlverfahrens. Das Wettbewerbsprinzip gilt und auch die Nichtdiskriminierung bzw. Gleichbehandlung bleiben Aspekte, die weiter berücksichtigt werden. Insofern schaffen wir es, effizient und zielgenau notwendige Regelungen umzusetzen. Wir zeigen, dass wir hier pragmatisch vorangehen. Und vor allem, dass wir für die Sicherheit der Bevölkerung entsprechend auch hier im Parlament gerade stehen. Und ich freue mich auf die weitere Beratung im Ausschuss. Vielen Dank.